Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über die Wish App geschrieben, welche er mit 4,5 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Immer häufiger sieht man die Werbung von Wish, wo Klamotten mit verlockend günstigen Preisen angeboten werden. Oder Beauty-Produkte. Was genau ist Wish und kann man dort ohne Bedenken bestellen? Wish lockt mit dem Slogan Freude am Einkaufen und unfassbar günstigen Angeboten. Bei Wish kann man einkaufen, entweder über die App oder die Webseite. Die App findet man zum kostenlosen Download im App Store sowie im Google Play Store. Nach dem Installieren muss man sich bei Wish registrieren. Dies geschieht über Facebook, Google Plus oder per E-Mail-Adresse. Nun kann man den kompletten Inhalt der App einsehen und durch das Sortiment stöbern. Wish selbst verkauft keins der angebotenen Teile. Es ist nur eine Plattform, die günstige Angebote anderer Shops anzeigt und zu diesen weiterleitet. Die Shops sind meistens in China ansässig, was die niedrigen Preise erklärt. Versandkosten und eventuell weitere anfallende Gebühren, wie zum Beispiel der Zoll, können daher variieren, sodass man darauf stets achten sollte, wenn man etwas bestellt. Das Sortiment. Mode. Kleidung ist vermutlich der größte Teil von Wish. Die Mode ist immer aktuell und super modern. Auf der Startseite werden immer die neuesten Trends vorgestellt, die man meistens von Instagram oder anderen Social Media Plattformen so kennt. Es gibt Damen- sowie Herrenmode, aber auch Sachen für Kinder und Kleinkinder. Man kann sich das Sortiment nach Oberteilen und Unterteilen sortieren lassen, was immer noch ziemlich undurchsichtig ist. Im Gegensatz zu anderen Online-Shops, wo man gezielt nach Hosen, Jeans, T-Shirts oder Pullovern sortieren kann, ist dies hier nicht möglich. Lediglich das Suchfeld und anwendbare Filter wie Farbe und Größe ermöglichen einem etwas spezifischer in der Suche zu werden. Schuhe. Neben Kleidung sind auch diverse Schuhe vertreten. Auch hierbei handelt es sich um günstige Schuhe, die zum Beispiel bekannten Markenmodellen ähneln oder einen etwas außergewöhnlichen Stil haben. Auch hier kann man nicht nach bestimmten Kategorien wie High Heels, Sportschuhe oder ähnlichem suchen. Make-up und Beauty. Bei Make-up und Beauty kommen die aktuellen Beauty-Trends auf die Startseite. Dort findet man alles rund um Nägel, Haare, Make-up, aber auch Taillenformer und andere Beauty-Tools. Hier werden auch angebliche Markenprodukte vertrieben. Da es sich dabei höchstwahrscheinlich um chinesische Plagiate handelt, sollte man damit Vorsicht auf die Sache zugehen und es sich eventuell zweimal überlegen. Portemonnaies und Taschen. Bei diesem Sortiment verhält es sich wie bei den Schuhen. Die Modelle ähneln extrem den Produkten von bekannten Marken. Genau findet man aber auch Taschen, die man sonst nicht in der normalen Ladenzeile finden würde. Auch hier gilt wieder, dass die angezeigten Artikel auf dem neuesten Stand der Mode und derzeitigen Trends sind. Sonstiges auf Wish. Außerdem findet man auch Unterwäsche, Accessories, Uhren, Handyzubehör, Wohndeko, Gadgets, Zubehör für Baby und Kind. Und unter Hobbys findet man zum Beispiel noch Ausrüstung für Fitness, Spielzeug für Tiere, Anglerbedarf und noch allerhand weitere Sachen, die sich so gar nicht zusammenfassen lassen. Die Wish App im Test. Wie man vielleicht schon herauslesen konnte, lässt es bei der Übersichtlichkeit der App zu wünschen übrig. Wer kein Freund davon ist, plan nur stundenlang nur die Startseite durchzusuchen, wird definitiv keinen Spaß an der App haben. Wenn man etwas Bestimmtes sucht, das genau vor Augen hat, bietet die App nicht wirklich die Möglichkeit, dies zu realisieren. Wenn ich also eine grausame Jeanshose suche im Slim-Fit-Stil, so bleibt mir nichts anderes übrig, als bei Unterteilen die Farbe und Größe auszuwählen oder es im Suchfeld mit Jeans zu versuchen. Beides führt zu eher enttäuschenden Ergebnissen, da trotzdem immer irgendetwas angezeigt wird, was man eigentlich gar nicht sucht, aber scheinbar total im Trend ist. Da ich allerdings immer wieder mal auf etwas gestoßen bin, was mich interessiert hat, konnte ich es mir nicht verkneifen, dort zu bestellen. Man legt die Sachen in den Warenkorb und gibt dort seine Anschrift an, falls man es noch nicht getan hat. Dann wählt man seine Zahlungsmethode aus, die jedoch abhängig von dem Verkäufer sein könnten. Bei mir standen Rechnung, Ratenkauf, Lastschrift, Sofortüberweisung sowie Kreditkarte zur Auswahl. Die Bezahlung mit PayPal ist bei Wish meines Wissens nach nicht möglich. Die Versandkosten sowie das voraussichtliche Lieferdatum werden zuvor angezeigt. Bis dahin ist eigentlich alles so, wie man es vom Online-Shopping gewohnt ist. Bestellt hatte ich 3 Kleidungsteile, die alle vom gleichen Händler kamen. Die sind bei mir dann ungefähr einen Monat nach der Bestellung zu Hause angekommen. Die Qualität war mehr oder weniger so, wie ich es erwartet habe. Bei den niedrigen Preisen muss einem bewusst sein, dass man dort keine hochwertigen Textilien, perfekte Nähte und Verarbeitung für bekommen kann. Die Kleidung hatte einen chemischen Geruch, der allerdings nach der ersten Wäsche verflog. Bei diesem Verkäufer habe ich also positive Erfahrungen gemacht in den Punkten, dass die Lieferung überhaupt ankam und auch alles im Paket war, was ich bestellt habe. Was man vor der Bestellung beachten sollte. Vor der Bestellung sollte man auf jeden Fall sich bewusst sein, dass es sich eventuell um Plagiate handeln könnte, wenn man ein angebliches Markenprodukt bestellt. Außerdem sollte man bedenken, dass die Versandkosten ansteigen, wenn man bei verschiedenen Verkäufern bestellt. Ein weiterer wichtiger Punkt sind eventuell anfallende Kosten hinsichtlich des Zolls. Bestellungen, die von außerhalb der EU kommen, die einen Wert von 20 Euro übersteigen, muss man nachträglich beim Zoll versteuern. Auch diese Kosten sollte man vor der Bestellung schon im Kopf haben.
Ansonsten empfiehlt es sich, die Kommentare von anderen Nutzern zu lesen, zu sehen, ob der Händler seriös ist. Wenn man noch mehr Geld sparen möchte, lohnt es sich außerdem noch nach Gutscheinen für Wish vorher zu googeln oder wenn man schon einen Artikel gefunden hat, die Webseite, falls vorhanden, des Händlers direkt aufzurufen und nicht Wish als Zwischenhändler zu benutzen. Abschließende Bewertung von Wish. Wie bereits gesagt, hatte ich nur Glück mit meiner Bestellung und kann mich da nicht beschweren. Aber allein die Tatsache, dass man da überhaupt vom Glück erst sprechen muss, sollte zu denken geben. Wish ist nicht mehr als eine Plattform, die Billighändler und Käufer zusammenführt. Wenn man den Händler vorher durchleuchtet, Rezensionen und Kundenbewertungen lesen und dieser einen anständigen Eindruck hinterlässt, hat man auf jeden Fall gute Chancen auf wahre Schnäppchen. Ich habe allerdings auch schon oft gelesen, dass Leute auf ihren Kosten sitzen bleiben und die nie ein Paket erhalten haben. Das Bestellen bei Wish kann also Risiken beherbergen. Besonders bei den nicht-europäischen Shops sind auch europäische vertreten. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.